Hallo, heute Nacht gab es einen Anschlag gegen mein Auto. Wie ihr seht, wurde hier die Scheibe eingeschlagen. Das ist jetzt nicht das erste Mal in den Wahlkampf. Wir haben das vor ein paar Wochen schon mal gehabt bei meinem Wahlkampfbüro, dass das gemacht worden ist. Was ich natürlich gemacht habe, ist, ich bin heute früh zur Polizei gegangen, habe das gemeldet, weil ich vermute da einen politischen Hintergrund. Es ist nichts geklaut worden, es war sagen nur die Zerstörung damit. Ich lasse mich davon jetzt nicht einschüchtern, aber ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, wie viel Solidarität ich bekommen habe, wie viele Leute sagen, sie stehen zu mir. Und wir müssen, glaube ich, gemeinsam sehr genau schauen, dass wir unsere Werte, Demokratie und Freiheit verteidigen gegen solche Menschen, die so handeln.